Ladyboys oder Transgender sind in Thailand weit mehr als eine Touristenattraktion im Rotlichtviertel. In kaum einem anderen Land geht die Gesellschaft so gelassen und tolerant mit der Geschlechterfrage um wie hier. Hi, ich bin. Doch nicht alle Transfrauen oder Ladyboys lassen sich operieren. Einige der Tänzerinnen dieser Ladyboy-Show hier haben männliche Genitalien, andere nicht mehr. Entscheidend ist für diese Frauen nicht, welche Geschlechtsteile sie haben, sondern welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Formen, die nicht dem klassischen Muster von Mann und Frau entsprechen, gibt es in Thailand sogar ein eigenes Wort, Katoi. Ein Grund für den besonders offenen Umgang der Thais mit dem Thema könnte der Buddhismus sein. Der Buddhismus lehrt die Menschen tolerant und dem. Ich denke, dass ich mich dann erst richtig wohler fühle mit meinem Körper, vor allem gerade so im Sommer. Also ich kann dann zum Beispiel irgendwie Badeanzug anhaben, kann auch mit Hotpants oder so rumlaufen, dass man es halt nicht gleich die Genitalien oder so sieht. Und es ist gut eigentlich, dass gleich noch etwas Sommer ist, wenn ich wiederkomme. Also bald